Hallo und willkommen bei AFOR in der Schule der Magie. Fix und frisch. Genau. Und hier geht vielleicht was ab. Richtig. Ich müsste da mal vorbei. Wer bist du? Mein Name ist Tomoya Okazaki. Du bist nicht von hier. Ich kenne alle Schüler und Schülerinnen des Westflügels. Ich komme ja vom Ostflügel. Hey, du hast recht. Das Mädchen ist keine Magierin. Ihre Aura hat mich glatt für eine Sekunde täuschen können. Das stimmt, ich bin keine Magierin. Ich bin zu Besuch hier und ich müsste mal in den Westflügel. Wozu? Es gibt dort nichts, was für Außenseite von Interesse wäre. Es gibt dort nur die Zimmer der Schüler, also nichts, was ihr sehen müsstet. Zu wem müsst ihr genau? Vielleicht können wir die Person ja rausholen. Das ist nett, aber ich muss nicht zu jemandem bestimmten, sondern zu allen. Aber vielleicht könnt ihr mir die Frage ja auch beantworten. Es geht um die seltsamen Geräusche, die nachts durch die Akademie hallen sollen. Geräusche? Wir wissen nicht, wovon ihr redet, Fremde. In der Akademie ist alles ruhig, vor allem nachts. So ist es. Ich weiß ja nicht, was wer von euch den Schwachfug... Was? Schwachfug erzählt hat. Der Schwachfug. Aber es gibt definitiv keine Geräusche in der Nacht. Mal abgesehen von glücklichen Frauen. Hä? Ja, wir können manchmal doch etwas laut werden. Ist das jetzt geklärt? Wir haben jetzt noch viel zu tun, wisst ihr? Hausaufgaben. Und so. Ja, genau. Man entschuldige uns also. Sie streiten die Geräusche in der Nacht also ab? Ist das nur ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Nun, also, die haben jetzt auch den Weg freigemacht, ne? Also, okay, dann stöbern wir nicht auf fremden Schränken. Ja gut, hat sich geklärt, Leute. Wir sind drin. So schnell kann es gehen. Dieser Gang ist total öde und langweilig gestaltet. Tja. Ja, es wäre blöd, wenn man... Da traut sich man sich mal den Schrank zu öffnen und dann ist der einfach leer. Ja, Sauerei. Auch wenn ich ein Mädchen bin, in die Schränke von Mädchen gucke ich trotzdem nicht. Dann schauen wir nach bei den Jungs. Oh Gott, warum schreiben meine Eltern einfach nicht zurück? Da war plötzlich diese blonde Frau und sie wollte zu meiner kleinen Schwester Ai. Ich habe versucht, sie zu beschützen, aber dann... Sie musste auch eine Magierin gewesen sein, denn urplötzlich war ich hier in der Akademie der Magie. Aber was ist mit Ai? Mutter und Vater antworten auf meine Briefe nicht und ich habe Angst davor, dass etwas Schlimmes passiert ist. Aber eins schwöre ich, wenn Ai irgendwas zustößt, dann werde ich dafür sorgen, dass diese Frau die Radieschen von unten sieht. Should we tell her? Nope. Diese Mirai ist nicht zu beneiden. Ihre Magie mag zwar für einen Anfänger beeindruckend sein, aber mit ihrer familiären Situation, also ich würde nicht tauschen wollen. Hm. Ja, man sollte, ihr Tagebuch könnte in der Truhe versteckt sein. Auf den Rand der Hausaufgaben hat jemand Fusroda. Ist das ein Zauberspruch? Ja. Wenn du das so sehen willst, Tomoya, dann ist... Ja. Ich sehe auch so hübsch genug aus. Ja, ich sehe auch so hübsch genug aus. Ich muss dafür nicht in den Spiegel schauen. What? Komm schon. Danke. Mein Mitbewohner ist ein unglaublicher Angeber, der immer das Beste sein muss. Glaubt man ihm... Glaube ihm also nicht alles, okay? Wenn du jede Nacht ein anderes Mädchen in dein Bett einlädst, dann hast du Namen und Gesicht des ersten Mädchens vergessen, wenn du bei der letzten ankommst. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Das finde ich jetzt nicht mathematisch korrekt. Der hat jetzt keinen Zeitraum gesagt, wann die erste... Also die erste ist klar, aber wann ist die letzte? Ist es so... Also, er sagt es auch jede Nacht, aber wie lange muss er das machen, damit, wie gut ist sein Gedächtnis, also... Würde ich schon gerne eine Formel zu sehen. Ich glaube dem Ganzen nicht. Weil der gibt keine Fakten. Ich will ihn nicht öffnen. Ja, ich will ihn nicht öffnen. Suspicious. Wenn ich ehrlich bin, mir macht das Rosa gar nichts aus. Es erinnert mich an die Farbe von frischem Blut auf meinem weißen Hemd. Rosa ist eine starke Farbe. Wirklich? Okay. Reden wir noch mit deinen Genossen? Man merkt, dass die meisten Akademie-Mädchen sind. Die Zimmer sind entsprechend eingerichtet. Am Anfang hatte ich echt Probleme damit.
in einem seidenen, rosafarbenen Bett zur Ruhe zu betten. Naja, wenigstens durften wir nach der ersten Woche den Schminktisch aus dem Zimmer entfernen. Na, seht ihr doch, Leute. Und ihr habt sogar eine Schild-6-Karte, die ihr anscheinend nicht vermisst. Ich glaube nicht, dass ihr etwas in diesem Zimmer zu suchen hast, Fremde. Warum schnüffelt ihr nicht im Privatbesitz von anderen Menschen? Nun, ich wette, da drin ist irgendwas Suspicious-Zeugs. Was? Ihr meint, dass dies zu wenige Zimmer wären, um alle Schüler der Akademie unterzubringen? Ja, das stimmt allerdings. Es sind zu wenig, aber der Rest befindet sich im anderen Flügel des Hauses und der ist zusammen mit den Unterrichtsräumen mit Magie geschützt. Darum werdet ihr an seinem Eingang auch einfach vorbeilaufen. Außer wir machen auch Magie. Zap, 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 zap. Vielleicht habe ich ja einen leichten Schlaf, aber die Geräusche in der Nacht, die von gegenüber kommen, lassen mich einfach nicht friedlich ruhen. Aha! Was machen diese Mädchen in der Nacht bloß immer? Oh. Was? Also das Mädchen hat man es echt hier gut. Schaut euch das Zimmer doch mal an. Wir haben sogar einen eigenen Schminktisch. Da, wo ich herkomme, hatten wir nicht einmal einen richtigen Tisch. Geschweige denn einen Tisch für Schminken. Ja, das ist krass. Was habt ihr denn? Oh, gute Bo. Oh, das ist stark. Muss ich bei Zeiten tatsächlich aktivieren. Aber ich will tatsächlich ungern während der Aufnahme, und ich vergesse es zwischen denen, aber wir werden irgendwann die Golem-Klinge reinbauen. So. Ich hatte diese Geräusche langsam wirklich nicht mehr aus. Schau mich mal an, ich habe seit Wochen kaum mein Auge zugemacht. Entschuldigung, kann es sein, dass ihr von Geräuschen redet, die jede Nacht durch die Akademie hallen sollen? Der Direktor schickt mich. Ich bin hier, um etwas gegen die nächtlichen Geräusche zu tun, wenn ihr also Informationen für mich habt. Der Direktor unternimmt endlich etwas? Das wurde auch langsam mal Zeit. Aber kann ein Außenstehender überhaupt etwas erreichen? Wenn ihr mir mehr Informationen gibt, sicher, dann helfe ich euch auch. Also ich traue ihr. Eine Außenstehende gehört sicher nicht zu denen. Eben. Denen? Seitdem jede Nacht diese Geräusche durch die Gänge hallen, Schreie, dunkle und kaum verständliche Töne, gibt es da ein Gerücht. Die meisten halten es nur für Humbug. Also naja, die Geräusche scheinen überall zu sein, als würden sie durch den Stein selbst dringen. Aber in einer Nacht kamen sie nicht aus dem Stein, sondern aus dem Zimmer, das direkt neben uns liegt. Dort lebt ein Magier, der dafür bekannt ist, mit fast jedem Mädchen der Akademie geschlafen zu haben. Er ist gut aussehend und angeblich sehr gut in dem, was er tut. Die Schreie sind also nur Geräusche von Beglückten? Nein, im Gegenteil. Dem Gerücht nach soll dieser Magier an verbotener Magie forschen. Wenn er das wirklich tut und an den Schülern selbst forscht, dann erklärt das, warum in letzter Zeit so viele Schülerinnen gestorben sind. Das habe ich auch schon gehört. Die Magie ist gefährlich. Und nur wer die Lehren bis ins Detail verfolgt, kann sie problemlos anwenden. Darum wird auch nur sehr selten eine neue Zauberform entdeckt. Einige meinen, dass sie so zu Ruhm kommen könnten, aber die meisten finden bei ihrer Rumprobiererei nur den Tod. Auf 10 Magier kommt im Durchschnitt ein Tote. Aber in letzter Zeit hat sich das verdreifacht. Also wir glauben, können es aber nicht beweisen, dass dieser Kerl nachts unlautere Dinge treibt. Okay, ich mache euch folgenden Vorschlag. Ihr lasst mich hier schlafen, bis es Nacht wird, und dann werde ich mich zu diesem Zimmer begeben und es mir anschauen. Aber das ist gefährlich. Mag sein, aber wir können mir da vertrauen. Ich habe schon gegen so viele Monster gekämpft. Was sind denn ein paar Magier? Vielen Dank. Ich könnte gerne in meinem Bett schlafen, bis die Nacht hereingebrochen ist. Gut, ich höre mich noch etwas um und komme dann hierher, wenn ich damit fertig bin. Eine gute Idee und viel Erfolg. Nun? Danke. Das werden wir vielleicht brauchen. Hier lernt jemand brav. Genau. Wer ist denn das dann noch? Go-Steine, Karten. Das scheint sich hier bei meiner Truhe mit Gesellschaftsspielen zu handeln. Ja. Wir spielen jetzt um unsere Fingernägel. Get the reference. Get it. Kacke, ruhig. Wisst ihr, was toll wäre, wenn man ein Gerät entwickeln könnte, mit dem man Informationen in Text und Bild in Sekundenschnelle durch die ganze Welt schicken könnte? Dann könnte man mit Freunden aus der gesamten Welt Kontakt halten. Ein Traum. Ich würde wohl den ganzen Tag Aufnahmen von süßen Kätzchen anschauen. Ich liebe Kätzchen.
Ja, dann haben wir alles richtig gemacht in der Evolution, ne? The Evolution of Science. Speichern wir nochmal. Ja, okay, gut. Wartet. Nee, wir bleiben immer noch das Okazaki-Trio, deswegen gebe ich auch noch niemand die Golem-Klinge. Wenn ihr schlafen wollt, dann nutzt mein Bett. Das steht direkt an der. Ah, okay. Ich glaube, ich höre mich vorher noch etwa. Oh, okay. Wenn du meinst, du Moja. Okay. Okay, wo soll ich noch so rumschnüffeln? Hast du da was Spezielles im Sinn? Hallo? Mhm. Ja. Mit wem? Soll ich mit denen gegenüber noch oder was? Okay. Soll ich dann nochmal rausgehen und nochmal. Ich weiß es nicht, Leute. Was ist los? Soll ich nochmal mit dem Direktor reden? Hallo. Wir verlassen uns auf sie. Ja, wow. Wow, 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 wow. Der Zugang zum Keller ist so den ausgelernten Magiern gestattet. Also verzieh. Okay. Das ist jetzt ein bisschen unfreundlich natürlich. Entschuldige, bei Eintritt in die Küche ist nur dem Küchenpersonal. Wow. So viele Dinge, die man sein muss. Entschuldigung, ich würde euch gerne mal was fragen. Hast du nichts Besseres zu tun? Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Du bist ein Außenseiter, oder? Kein Magier. Du solltest eigentlich gar nicht hier sein. Ja, Mann, du solltest lieber schnell wieder gehen. Ich werde auch schnell wieder gehen, aber vorher würde ich gerne etwas von euch wissen. Wenn du so scharf drauf bist, flachgelegt zu werden, dann komm doch heute Nacht einfach in mein Zimmer. Der war echt gut. Ja, Mann, das würde der Kleinen sicherlich gefallen. Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Ich wollte nur etwas über die Geräusche wissen, die nachts durch die Akademie hallen sollen. Geräusche? Meinst du das Schreien der Damen, die ich nachts beglücke? Oh, das tut uns jetzt wirklich ganz schrecklich leid, werte Fremde. Aber ihr kennt das ja. Ist man einmal dabei, da kann man sich kaum noch beherrschen. Da werden halt auch die Schreie hier und da mal lauter. Ja, Mann, so ist das. wie niedlich. Ich glaube, da will auch jemand lernen, wie man schreit. Sucht mich auf, wenn du willst. Ich habe immer Zeit. Aber kommt nachts. Und ohne Klamotten, die Stirne. Leute, wir sind hier fertig. Gehen wir. Wir haben für heute Nacht noch so einiges vor. Also entweder gibt es hier wirklich eine okkulte Vereinigung und die drei gehören dazu und wollen mich in die Falle locken. Oder der Kerl denkt, er könnte mir die Nacht meines Lebens bereiten. Mädchen hin oder her. Aber mit dem Gedanken kann und will ich mich noch nicht anfreunden. Zumindest nicht mit dem. Ja, eine weise Entscheidung, Thomas. Ich habe Hunger, ja. Tut mir leid, nur Küchenpersonal darf in die Küche. Ja, das macht tatsächlich Sinn, dass wir jetzt mit dem gesprochen haben und sozusagen eine Einladung, ja, haben. Ja, more or less. Naja. Wir haben hier unseren Vater dabei, dann noch Kenji, also geballte Family Power. Bis zum Abend schlafen, genau. Süß. Oh, beobachten wir sie im Schlaf, wie Twilight. Also, ja. Das ist das Einzige, was ich aus Twilight kennen und auch nur durch die Memes. Also nicht das jetzt, sondern lassen. Psst. Hört sich nach Zaubern an, ja? Ich
Oh, die steht ja immer noch da. Also ja, ich weiß, es ist drängend und Leute... Ah, der ist jetzt auch noch da. Na, sowas. Die sind ja fleißig. Ja, gut. Sollen wir sie retten? Ah, lass mich in Ruhe. Ich habe dich nicht gebeten, uns beizutreten, Mädchen. Nein, dich nicht gebeten, uns beizutreten, Mädchen. Ein Nein akzeptiere ich nicht. Und er wirft dich. Jawe. Ihr wisst, wer gemeint ist. Und forscht mit uns an neue Magie. Nur ein einziger neuer Zauber kann dich unsterblich machen. Oder dich töten. Verschwindet von Mireille, ihr Versager. Ich werde nicht zulassen, dass ihr sie in diese Sache mit hineinzieht. Hey, du bist doch das Mädchen, das uns nach den nächtlichen Geräuschen gefragt hat. Hatte ich euch nicht empfohlen, nackt zu kommen? Ihr wärt ein gutes Opfer für Jahwe gewesen. Nackt, zuckend in Ekstase, wenn das Blut aus euren Adern den geheiligten Boden befleckt. Blut wird den Boden beflecken, aber es wird nicht meines sein. Ach hey, warum machst du uns das nur unnötig kompliziert? One moment, Pause, Pause. Ist dramatisch, aber ich muss kurz Pause. Cut. Hast du überhaupt das Zeug dazu, jemanden zu töten? Bitte, hilf mir. Keine Angst, Mireille, ich werde dich nicht fallen lassen. Sehr große Worte, so wenig dahinter. Komm schon, lasst uns den Tanz des Todes tanzen. Leute, zeigt keine Gnade. Habt ihr gehört? Kenji, Keiji, zeigt keine Gnade. So. Oh, ich weiß gar nicht, ob die anderen eine Scan-Karte haben. Standardmäßig wäre das natürlich schon clever gewesen. Och Gott. Ich weiß auch nicht mal, ob das mein Team ist. Ich bin überfordert mit so vielen Figuren. Neuer Finisher übrigens. Ja, das ist lit. Das ist lit. Ja, ich weiß, ich glaube, sie haben keine. Und wir greifen einfach jetzt die an, die öfters da sind. In der Hoffnung, dass Tomoya wenigstens einen scannen kann. Vorzugsweise beide Sorten. Ja, Kenji kann heilen. So ist ja nicht. Dann noch den Magier. Ja, wäre sehr ärgerlich, wenn das sonst nicht klappt. Ich würde tatsächlich vielleicht Kenji ersetzen mit Kotomi oder Kanina und die wir zuletzt hatten. Kotomi war es, glaube ich. Und Keiji mit Shion ist ja. Ich muss nachschauen, wer nochmal bei uns ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall entweder Karin oder Shion ist, glaube ich, nicht mehr da. Naja. Hoffentlich vergesse ich das halt nicht, offscreen zu machen. Sonst schreibt unter die. Über nächste Folge. Was ist vergessen? But not now. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Und heilen. Ja, gut. Bin mir nicht so sicher, ob wir nicht auch noch die Gelegenheit haben werden, irgendjemand von den beiden zu scannen. Aber ich denke jetzt, Magier und Magierinnen sind jetzt schon so generische Gegnertypen, dass sie öfters auftauchen werden.
So meine Hoffnung zumindest. Vielleicht Anti-Heilung habe ich jetzt bewirkt. Na, das ist doch schon mal was. Nimm deine Heilen, ja, dann was ist am schwächsten? Vergiften, das gibt uns auch noch ein bisschen Zeit. Ja, die eh schon Anti-Heilung hat. Ich meine, wir können sie locker besiegen, aber wir müssen Zeit schaffen, um ein bisschen... So, so, dann ist hier aber so ein dunkler, finsterer Magierling verantwortlich für die Schreie. Weil er Leute für sein Forschungsteam braucht. Für, für den Evil Gott, der jetzt Atlantis heraufbeschworen hat. Oder nein, ich glaube, verwechsel ich? Egal. Ich glaube, es ist doch jemand anderes. Naja. Sei es drum. Finisher ist zu stark. oh, die Scan-Karte ist demnächst da. Die könnte vielleicht überleben. Hoffentlich, sonst ist scheiße. Ich bin gerade in der Versuchung, das zu machen, was ich jetzt machen werde. Ich werde mitten im Kampf die Folge pausieren. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Ciao, ciao. For now.